Ich hoffe, dass jetzt nicht schon irgendein anderer Sim, der in diesem Let's Play vorkommt, diese Frisur hat. Kannst du die bitte vielleicht auch überall übernehmen? Spiel. Please. Also, jetzt gerade möchte ich das mal. Gab's dafür nicht, was bei Sims 3? Bei Sims 3 konnte man das irgendwie mal an- und ausstellen, glaube ich. So, wo ist die Frisur? Ich habe ich jetzt genommen. Habe ich die hier genommen? Nein. Habe ich nicht genommen. Ich meine, sie könnte theoretisch hier jetzt auch irgendwas anderes haben und sich die irgendwie stylen, aber ich muss erstmal die Frisur wiederfinden da. Ja, aber da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein wirkliches Styling für. Auf jeden Fall mag ich dieses Kleid nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt ein anderes machen. Das ist eigentlich ganz cool. I like it. Das wollte ich irgendwann letztens schon mal verwenden und habe es dann doch nicht gemacht, glaube ich. Ja, ich glaube, ich ändere auch nur das Kleid. Ich habe jetzt gerade, also ich mache die Schuhe mal schwarz. So viel kann ich gerade noch ertragen, aber ich will jetzt auch nicht hier Ewigkeiten mit einem zubringen, auch wenn ich es gerade trotzdem mache. Das können wir lassen. Hier müssen wir die Haare noch ändern. Ich glaube, bei dem einen muss ich gerade eben auch die Haare noch ändern. Diesmal habe ich sie zumindest sofort gefunden, aber irgendwie verbinde ich das auch total mit ihr. Can we have something different? Ist irgendeine spezielle Farbe, nicht war einfach nur bunt. Warum halte ich mich hiermit gerade eigentlich schon wieder super lange auf? So schlimm. Machen wir das. Und irgendeine versucht die hier zu machen. Einfach weil, why not? Finde ich irgendwie witzig. Gab's nicht auch? War das die hier oder die hier? Ja, da gab's die Bunnies. Nur pink und lila. Machen die mal lila? Und das hier vielleicht schlicht. Kann man schon machen. So, ich wollte aber jetzt wirklich nicht alles ändern. Das kann so bleiben. Ich glaube, in diesem Outfit habe ich sie auch noch nie gesehen oder einmal. Den will ich aber auch nicht mehr. Warum halte ich mich damit so lange auf? Ich meine, ich verstehe ja mich, dass ich einen richtigen Neustart will. Können wir mal hier irgendwie Tops. Tops? Where are you? Ach, da. Auch das hier als Bikini-Oberteil nehmen, zum Beispiel. Ich hätte jetzt gerne irgendwie so Leoprint oder sowas. Irgendwas total weirdes, keine Ahnung. Oh. Ups. Aber ich glaube, ich lasse ihr das trotzdem. Sie trägt einfach im Sommer auch ein Bikini-Oberteil. Ich glaube, also das machen auch viele Leute im Real Life, also von daher. So. Theo. Theo sieht auch irgendwie immer gleich aus. Langweilig. Theo ist ja so der Arzi-Typ. Ich habe irgendwie das Gefühl, den ganzen Körpern von meinen Sims stimmt irgendwas nicht. Was habe ich gerade gesagt? Er ist der wissenschaftliche Typ. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas anderes gesagt. Aber ich meinte, er ist der wissenschaftliche Typ und trägt halt wissenschaftliche Klamotten. Klamotten können nicht wissenschaftlich sein, aber. Oh, wir können alles Farbe in Farbe machen. Rot ist jetzt seine Farbe. I mean, why not? Und eine Hose, die nicht schrecklich ist vielleicht. Ja, Lederhosen sind ja auch so nicht schrecklich. Die ist ja auch neu. Ich habe irgendwie immer so ein Gespür dafür und klicke dann immer die neuen Sachen an, die mir so ins Auge fallen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, es gibt keine normale Männerhose. Ich weiß nicht, was das Problem da ist.
Beziehungsweise maskuline Hosen. Weil bei den femininen Kleidungsstil gibt es irgendwie voll viele, die ich auch schön finde und so. Aber bei dem maskulinen Stil ist es irgendwie voll schwierig. Ich fand jetzt Chucks nicht so schlimm, aber auch nicht so gut. Dann nehmen wir einfach mal die. Und ich glaube, ich will auch das Armband ändern. Also zumindest die Farbe. So, ich glaube, den Rest lasse ich mal so. Weil ich keinen Bock habe, das auch noch zu verändern. Und die Sachen habe ich eigentlich erst geändert. Die haben mich nur teilweise gestört, weil sie mich gestört haben. Mit Frankie hatte ich das Problem, dass er so seine Gothic-Seite hatte. Und, ja, dann noch so eine normale Seite. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich ihm anziehen soll. Vielleicht sowas. War schon irgendwie auch colorful. Also zumindest bei dem normalen Outfit, bei dem Gothic-Outfit dann vielleicht eher nicht. Weil ich ja auch voll die Probleme damit hatte. Weil Sims irgendwie so, weiß ich nicht, so unentschlossen ist. Oh, I like this. Ich mag das hier irgendwie voll. Und das steht ihm auch voll gut. Ich musste husten. Entschuldigung für alle Leute, die ich jetzt eventuell erschreckt habe, weil die mit Kopfhörern gucken. Tada! Frankie's nice outfit, ich glaube. Den Armband. Das Armband. Ich bin jetzt schon ein bisschen einfarbig, aber es ist ja nicht immer was Schlimmes. Und ich mag dieses Outfit eigentlich voll gern, aber ich meine, er war jetzt auch auf dem Date in diesem Outfit. Von daher, nein, es gibt auch keinen Gothic-Filter, das wollte ich mich gerade gucken. Also, gibt es? Nein. Ich brauche es gar nicht erst zu versuchen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das hat was. Es geht in die richtige Richtung. Und ich gehen will, aber es ist ein bisschen zu futuristisch. Ich meine, ja, es gibt halt die ganzen Sachen. Das ist eigentlich auch cool. Also vom Stil her würde das schon... Warum gibt es das aber dann nicht in einem richtigen Schwarz? Was ist denn das? Also gibt es so. Die Vampir-Sachen passen eigentlich echt wirklich gut, aber... Das ist irgendwie eine seltsame Kombo. I'm sorry, but... Eine kurze Hose, die man fast nicht sieht. Ich meine, theoretisch... würde es ja auch mit Strumpfhose gehen und so. Also von daher, das ist eine Option. Ich will immer Sachen irgendwie in Schwarz haben. Das ist voll schlimm. Aber ich glaube, hier wäre schon irgendwie... mindestens so eine Dreiviertelhose oder so. Die Jeans passen so irgendwie nicht. So. Ich war gerade bei Jeans. Ich dachte gerade, ich wäre gerade bei der Dreiviertelhose gewesen. Ich kann nicht sprechen. Aber war ich nicht. Boah, das ist alles schon wieder so unbefriedigend. Was ist denn das hier? Ja gut, Frankie hat auch einen ausgefallenen Stil. Das muss ich ja schon zugeben. Aber das heißt ja nicht, dass Sims sich da irgendwie aus der Verantwortung ziehen kann. Nur weil mein Sim ein ausgefallenes Ziel hat. Also ganz ehrlich. Das ist jetzt keine Entschuldigung. Das war eigentlich schon, aber... Mann, ich will auch ausgefallene Sachen in diesem Spiel haben. Ich meine, die Vampir-Sachen sind ja schon sehr ausgefallen. Vielleicht auch ein Kleid. Einfach seit wann gibt es ein Butler-Outfit? Da erinnere ich mich einfach nicht nur an... Nur nicht an das Butler-Outfit. Das ist das zweite Alltagsoutfit. Ich sollte ihm keinen Badeanzug da anziehen. Wir könnten das hier anziehen. Mann! Ich glaube, ich hatte leider schon die beste Option. Was so Gothic-mäßiges Outfit angeht. Sadly. Das Kleid steht ihm auch für gut.
Ich bin unentschlossen. Was? Das ist die schwarze Option? Was ist das überhaupt für ein Kleid? Ich hab's noch nie gesehen. Oder ich hab's noch nie angeklickt. Das kann auch gut sein. Das ist auch cool. Warum gibt's das nicht in schwarz? Ich meine, warum bin ich so obsessed und will alles in schwarz haben, aber. The real question. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich bei seinem Alltagsoutfit bin. Kann ich ihm nicht so ein Kleid anziehen? Es tut mir leid. Aber das geht nicht. Warum gibt es das nicht in schwarz? Da hätte ich ihm das angezogen, einfach weil, why not? Ja, das hier ist auch noch neu. Ich will ein Gothic-Outfit. Okay, ich glaube, ich muss nochmal bei den Oberteilen schauen. Vielleicht filter ich doch mal nach schwarz. Wo ist schwarz noch da? Wir können ruhig von beiden Stilen, vom maskulinen und femininen Stil, die Sachen drin haben. Gibt zwar schon Sachen, die in die Richtung gehen, aber ich finde immer so, das ist zu soft. Es trifft nicht genau das, was ich möchte. Das würde theoretisch, hatte ich das nicht vorher. Jetzt bin ich mir unsicher, ob er das nicht vorher anhatte. Aber ich finde es selber auch gar nicht so schlimm, wenn ich wieder bei dem lande, was er vorher anhatte, weil wenn es einfach nichts Besseres gibt, das ist auch cool. I like it. Ich nehme einfach das, wenn ich nichts Besseres finde. Das sind halt so normal. Wenn es eine Sims denn normal ist. Wo war jetzt gerade das eine, das hier? Das hat auch was. Jetzt ziehe ich wieder einfach irgendwelche Sachen an, weil ich zu unentschlossen bin. Sowas steht ihm halt auch mal voll gut, so diese weitärmeligen Sachen. Ist das ein Wort, weitärmelig? Ach. Who cares? Ich erfinde einfach neue Wörter. Stimmt, das hier gibt's auch noch. Das wäre theoretisch auch eine Option. Ich glaube, ich nehme dieses eine T-Shirt von ihm, wenn ich es jetzt wiederfinde. Beziehungsweise, ja, ich hätte auch einfach zurückgehen können, aber ich habe es ja wiedergefunden. Ich weiß, es ist eher so ein bisschen Army-Stil-mäßig, aber jetzt okay. Und einfach nur eine Bikini-Unterhose, ich meine, why not? Aber nicht beim Alltagsoutfit. Ja, das würde tatsächlich da voll gut zu passen. Was überraschend ist, weil diese Hose normalerweise halt irgendwie zu nichts passt. Jetzt habe ich vergessen, dass es ein Gothic-Outfit ist. Es passt alles nicht. Das macht mich traurig. Und dass ich so lange hier gerade schon wieder brauche, macht mich auch sehr traurig. Interessante Kombi, aber not what I'm looking for. Boah, es gibt einfach keine guten Gothic-Outfits. Es ist, wie es ist. Ich muss lernen, damit zu leben. Was ist das denn? Okay. Also ich meine, das ist aus Showbiz, das kann ich noch verstehen. Oh, das ist cool. Das könnte ich ihm anziehen. Aber dann brauche ich ein anderes Oberteil. Ich werde einfach niemals fertig werden. Vielleicht irgendein Top dazu. Warum ist das so schwer? Ich will nicht mehr. Gib mir einen Bär. Ich lass das jetzt so und feier das sehr. Entschuldige mich für meine seltsamen Gesangseinlagen. Ich will irgendwelche Stiefel
Stiefel. Dann sollte ich auch bei den Stiefeln gucken. Die passen da ganz gut zu. Stört mich das irgendwie, dass man nicht noch einfach eine Jacke drüber machen kann, aber ist okay. Ist okay, ich kann damit leben. Und diese Dinger, gab es die nicht noch irgendwie in Schlicht? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es die auch in Schlicht gab. Aber vielleicht irre ich mich auch. Wie sieht das aus mit beiden? Ich meine, es ist halt schon. Ne, aber ich will ja, dass er so einen Extremstil hat. Das ist ja mein Ziel. Also, beschwert euch nicht. Als ob sich irgendjemand beschweren würde. Als ob irgendjemand diese Videos guckt. Stimmt, warum habe ich nie dieses Kette benutzt? Aber ich will ja nicht, dass er punkig ist. Also jetzt sieht er schon eher punkig aus, aber das war jetzt nicht so unbedingt das Ziel. Das Spiel braucht mehr Joker. Joker sind cool. Können auch einfach einen Totenkopf nehmen. Aus dem Mund sprechen die mich auch an, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich nehme einfach das. So, jetzt haben wir gar nicht Ewigkeiten gebraucht, habe ich überhaupt. Ja, doch, das habe ich geändert. Ich glaube, aber den Rest lasse ich einfach so. Weil ich jetzt keinen Bock mehr habe. Und ich habe jetzt ja alle Sims. Gut, ich habe das Baby noch nicht geändert. Wir können das Baby nochmal kurz ändern. Klein June. June, du darfst ein anderes Outfit haben. Oh, ja, stimmt. Das habe ich voll geliebt. Und ich habe es noch nie irgendeinem Kind angezogen. Aber ich finde es voll cool. Ich sollte mir auch mal Toddler Stuff, ich habe gerade vergessen, wie das im Deutschen heißt, holen. Ich möchte gerne eine andere Hose. Warum ist da immer noch schwarz drin? Macht die ganzen Filter hier mal raus. Das geht so nicht. Ein bisschen mehr farbenfroh. Ich habe kein zweites, okay. Ich will auch einen farbenfrohen Anzug. Wir machen bei dem. In. Ich sag farbenfroh und klick so voll die nicht farbenfrohen Sachen an. In Pink, weil das farbenfroh ist. Und hier nehmen wir mal. Ich finde den halt echt richtig cool, aber ich glaube. Blau ist irgendwie so Standard. Oh, der ist cool. Sieht so aufgenäht aus. Und irgendwelche Söckchen. Söckchen! Ich verstehe nicht, warum es die Socken nicht bei Nachtwäsche gibt. Ich meine, es ist ein Kleinkind. Es trägt nachts manchmal eventuell noch Socken. Ich finde es süß, weil die Socken süß sind. Partei! Da können wir auch etwas bisschen Party aus. Ich würde ihm das irgendwie bei Dingsens anziehen. Aber wir können es natürlich auch bei Party anziehen. Warum filterst du mich eigentlich schon wieder? Vor allen Dingen, warum filterst du Blödsinn? Das ist meine Frage. Zum Beispiel das hier mag ich auch voll gern. Ich finde, es ist sehr partymäßig und sehr farbenfroh. Planets! Nimm mal das. Why not? Ja, okay, das lasse ich einfach. Ach ja, stimmt, da hatte ich das hier, das war auch cool. Ich mach mal. Na, wir haben schon das eine davon benutzt. So, fertig. Jetzt habe ich schon fast keine Energie mehr, um zu spielen. Nein, I hate myself. Also ich möchte nämlich Theo gerne mal auf der Arbeit spielen, tatsächlich. So. Irgendjemand musste doch noch voll auf Klo. Du brauchst Spaß. Spaß. Follower Witzen oder in Foren trollen. Followern Witzen erzählen. Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war bei Web. E-Mail beantworten, über Gefühle bloggen. Ach nee, bei sozialen Netzwerken wahrscheinlich. Witzen teilen. Wahrscheinlich zählt das nicht als vollständig. Kann man ein Bild teilen. Und Status aktualisieren, einfach alles auf einmal. Frankie, du kannst. Schreiben.
Etwas machen, was Spaß macht. Sehr gut. Schreiben macht, glaube ich, keinen Spaß. Kannst mal was zocken. Du kümmere dich mal. Na, okay, geh aufs Klo. Dann Schimpfluder mit dem Kleinkind. Ich glaube, er kann das nicht mal. Okay, Kleinkind, ich cancel einfach mal deine Sachen und du gehst schlafen. Irgendjemand hat schlechtes Essen gekocht. Frankie hat vorher noch nie Videospiele gespielt. Ja, und jetzt will ich eigentlich, wie gesagt, nur Geld mit ihm verdienen. Also ich will Theo halt zur Arbeit begleiten, die er jetzt erstmal die nächsten 2 Tage nicht hat. Was ist dieses Spiel? Ich habe einmal Pläne, einmal. Und echte Schätzkekse überzeugen immer. Adana hat mit ihren dummen Sprüchen 150 Follower dazu gewonnen. Yay! Und jetzt, weil auch ich jetzt Showbiz habe und so, kommt da auch das Ruhm-Ding mit rein. Und ich glaube, sie ist jetzt verspielt. Was machst du? Nein, das ist nicht dein Bett. Das ist Frankies Bett. Dein Bett ist hier. Beanspruch. Was für ein langweiliges Bild, weil wahrscheinlich hat sie jetzt gerade Follower verloren. Wir müssen nochmal die Lichter hier, automatische Lichter, alle Lichter. Was machst du? Einen Einfall haben. Können wir hier das hier mal irgendwie. Wo ist eigentlich die Katze? Oh! Kitty Cam, Kitty Cam, ohne die Wände oben zu haben, aber es ist mir jetzt egal. Spaß, sozial. Geh mal dich mit Tio unterhalten. Was wünschst du dir nach deinem Sim nach seinem Tag fragen? Wo ist das? Da. Du, okay, du brauchst nur Dusche, aber rede mal kurz vorher mit Biana. Neue Follower dazu gewonnen, aktualisiert hat, 150 Follower. Hä, sie hatte doch eben schon mehr. Nein, du solltest mit ihr reden. Nicht duschen gehen. So. Ja, winkt euch von einer Meile Entfernung aus zu. Macht Sinn. Du kannst, ich glaube, sie kann noch nicht livestreamen, ne? Es war immer ein guter Weg, um schnell Follower dazu zu bekommen. Das ist schon mal, das Ganze war zumal ist dreckig und wir ignorieren es jetzt. Anazuki Sugar Blue. Ich weiß, dass du müde bist. Beschwer dich doch und kennenlernen und noch irgendwas anderes vielleicht. Anfang hatten wir schon. Über Interessen reden. Ah, ich wünschte, es würde mal wieder die Sonne scheinen. Es ist gerade Nacht, also es ist dunkel und die Sonne scheint nicht. Könnt ihr euch weiter unterhalten? Du bist ja so Wissenschaftler und so, ne? Ist voll cool, oder? Ich finde es voll cool. Auch wenn du jetzt die nächsten 2 Tage nicht arbeiten wirst und ich deswegen nicht im Wind spielen kann, weil der Wind regt mich extrem auf. Das macht gerade keinen Sinn, aber egal. Ich habe immer so die Vorstellung, dass die Sims-Gespräche sowieso keinen Sinn machen. Gut, wenn du nicht mit ihr reden willst, dann kannst du auch duschen gehen. Und das Katzenklo sauber machen und das sauber machen. Du kannst mitspielen. Nicht Spiel beobachten. Mitspielen. Das Spiel hat geglitscht, aber okay. Ja, wir ziehen das Schwert aus dem Stein. Someday. Auch wenn man den Plumper im Hintergrund sieht. Das will ich nicht. So, du kannst danach auch noch mal aufs Klo gehen. Huch. Vergesse ich auch so Frankie. Frankie ist noch am Zocken, aber Frankie kann jetzt mal schlafen gehen. So, du kannst auch schlafen gehen. Wo war noch mal dein Zimmer? Hier. Eigentlich das auffälligste Zimmer. Achso. Ach, warum geht er raus, wenn er noch Sachen machen muss? So, und Alana muss eigentlich auch mal hier Pflanzen anpflanzen und so. Wobei, nee, sie hat das Malerbestreben. Ich dachte irgendwie, sie hätte das Botanikbestreben, aber vielleicht
Habe ich sie mir einfach als Botanik-Girl vorgestellt oder so? Ich weiß auch nicht.